Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu diesen Tagesthemen von heute. Weltpolitik im Bayerischen Hof. Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet. Parteispendenskandal in Spanien. Regierung unter Druck. Und Musiker hinter der Kamera. Bryan Adams überrascht mit Fotoausstellung. Wenn sich die Sicherheitsexperten dieser Welt in München treffen, dann sprechen sie über die dringenden Probleme dieser Welt. Und jedes Jahr werden die Probleme immer dringender und größer. Schon im vergangenen Jahr wurde über den Konflikt in Syrien gesprochen. Seitdem hat man wie gelähmt zugeschaut und gehofft, dass es nicht noch schlimmer werden würde. Aber es wurde schlimmer. Mehr als 60.000 Menschen sind mittlerweile in Syrien gestorben. Und die Weltengemeinschaft, allen voran der deutsche Verteidigungsminister, sie müssen heute eingestehen, dass sie ratlos bleiben. Aus München berichtet Christian Thiels. So sieht es aus, wenn Amerika die Muskeln spielen lässt. Ein US-Flugzeugträger im Mittelmeer. Doch in den Bürgerkrieg in Syrien will sich die letzte verbliebene militärische Weltmacht nicht wirklich einmischen. Dabei ist das blutige Schlachten in Assads Land auch für die Stabilität der gesamten Region ein Problem. Vor allem Israel sorgt sich. Wir beobachten mögliche Entwicklungen rund um das Chemiewaffenarsenal, das Syrien hat, sehr aufmerksam. Das tun viele. Aber wir beobachten vor allem, ob solche hochentwickelten Waffen in den Libanon oder in die Hände der Hisbollah geraten könnten, wenn Assad fällt. Und wir sind sehr alarmiert. Syrien, eines der bestimmenden Themen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und die Frage, die alle umtreibt, wie wird sich Amerika verhalten? Dabei richten sich alle Blicke auf ihn, US-Vizepräsident Joe Biden. Am Nachmittag traf er in Berlin die Kanzlerin, beschränkte sich aber auf diplomatische Höflichkeiten. Die transatlantische Allianz bleibt die Basis, auf der all unsere Beziehungen weltweit ruhen. Ohne ein starkes Europa und die enge Bindung an Europa ist es undenkbar, dass die Interessen Amerikas in der Welt berücksichtigt werden. Das kann man auch als freundlich verklausulierte Aufforderung an Europa verstehen, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Doch der deutsche Verteidigungsminister tritt auf die Bremse. Einen wirklichen Einfluss auf das, was in Syrien geschieht, hat außer den Beteiligten niemand. Vielleicht noch ein bisschen Russland. Natürlich muss mit Russland geredet werden, dass sie Assad noch klarer als bisher fallen lassen. Aber so bitter wie es ist, unser Einfluss ist kleiner, als viele glauben. Ist die Weltgemeinschaft zu verzagt? In München wird auch diese Frage zwischen Militärs, Diplomaten und Politikern debattiert. Genauso wie Russlands Zögerlichkeit, Assads Regime endgültig fallen zu lassen. Mit einer schnellen Lösung, die das Blutvergießen beendet, rechnet aber kaum jemand. Es ist eine Tragödie, was in Syrien passiert. Doch die Tatsache, dass das allen klar ist, bedeutet keineswegs, dass es genug Entschlossenheit, Einigkeit, politischen Willen oder Bereitschaft gibt, wirklich gemeinsam etwas zu tun, um diese Tragödie zu beenden. Und das ist frustrierend. Am Abend kam Vizepräsident Biden nach München. Es heißt, er wolle sich mit Russlands Außenminister Lavrov und syrischen Oppositionellen treffen. Vielleicht ein erster Schritt. Und es geht weiter mit einem Nachbarland Syriens. Auf die US-Botschaft im türkischen Ankara hat ein Selbstmordattentäter heute einen Anschlag verübt. Die Nachricht mit Thorsten Schröder. Die Bombe explodierte offenbar in der Sicherheitsschleuse der US-Botschaft im Eingang zur Visa-Abteilung. Der Täter und ein Wachmann wurden getötet. Die US-Vertretung liegt im Zentrum der türkischen Hauptstadt. In der Nähe befinden sich auch andere diplomatische Vertretungen, darunter die deutsche und die französische. Weiter als bis zum Pförtnerhaus der US-Botschaft kommt er nicht, der Attentäter. Ankara, 13.13 Uhr, er zündet seinen Sprengsatz, der ihn selbst und einen türkischen Wachmann in den Tod reißt. Zwei weitere Wachleute sowie eine Fernsehjournalistin auf dem Weg zu einem Interview werden verletzt. Das Hauptgebäude der US-Vertretung bleibt unbeschädigt, allerdings werden Nachbarhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Immer noch ist das Gebiet rund um die US-Botschaft weiträumig abgesperrt. Schon bald sickern erste Ermittlungsergebnisse durch. Hinter dem Attentat soll eine linke Gruppierung in der Türkei stecken. Diese lehnt unter anderem die Stationierung deutscher und amerikanischer Patriot-Raketen ab. Deren Namen DHKPG.
Ich äußere mich grundsätzlich nur, wenn ich das endgültige Ergebnis kenne. Aber in diesem Fall kann ich eindeutig sagen, es war die DHKPC. Bereits vor 5 Jahren hat es in der Türkei einen Anschlag auf eine amerikanische Vertretung gegeben, auf das Generalkonsulat in Istanbul. Damals waren die Attentäter Al-Qaida-Mitglieder, die von Sicherheitskräften getötet werden konnten. In Ägypten sind Proteste gegen Präsident Mursi erneut in Gewalt umgeschlagen. In Kairo warfen Demonstranten Brandsätze auf den Präsidentenpalast. Ein Dach innerhalb des Gebäudekomplexes fing Feuer. Die Polizei setzte Tränengas ein. Zuvor hatten Zehntausende Menschen friedlich demonstriert. Die Opposition befürchtet, dass die islamischen Parteien und Präsident Mursi zu viel Macht auf sich konzentrieren. Der Bundesrat hat neue Grenzen für Mieterhöhungen gebilligt. Bestandsmieten dürfen künftig innerhalb von 3 Jahren um maximal 15% steigen. Bisher waren es bis zu 20%. SPD, Grüne und Linke hatten zusätzlich eine Begrenzung bei Neuvermietungen verlangt, konnten sich aber nicht durchsetzen. Grünes Licht gab es auch für den Kita-Ausbau. Der Bund stellt Geld für 30.000 weitere Betreuungsplätze zur Verfügung. Beim Energieversorger E.ON stehen die Zeichen auf Streik. Mehr als 90% der Mitarbeiter stimmten nach Gewerkschaftsangaben für einen Arbeitskampf. Er soll am Montag beginnen. Es wäre der erste unbefristete Streik bei einem privaten Energieerzeuger. Nach Angaben der Gewerkschaften sollen Verbraucher nicht von den Aktionen betroffen sein. Die Arbeitnehmervertreter fordern für die 30.000 Beschäftigten 6,5% mehr Geld. E.ON bietet 1,7%. Es ist keine 5 Jahre her, da schien in Spanien und besonders auf dem Immobilienmarkt alles wie geschmiert zu laufen. Es wurden wie am laufenden Band Wohnungen und Häuser gebaut. Inzwischen stehen viele dieser Traumsitze leer, andere verfallen schon. Es war wie auch in anderen europäischen Ländern derselbe Mechanismus. Billige Kredite, die die Spanier dann doch nicht mehr bezahlen konnten. Das Land rettete sich unter den Euro-Rettungsschirm und nun stellt sich nach und nach heraus, dass es nicht nur wie geschmiert lief, sondern wohl auch kräftig geschmiert wurde. Und zwar die Politiker der konservativen Spanischen Volkspartei, unter ihnen vielleicht auch der heutige Ministerpräsident. Stefan Scharf berichtet. Heute Abend vor der Zentrale der regierenden Volkspartei PP. Empörte Bürger demonstrieren gegen ihre Politiker. Ein veritabler Spendenskandal erschüttert Spanien. Manche Demonstranten halten Umschläge in die Luft, eine deutliche Anspielung auf die Affäre. Die Politiker sind doch alle Diebe, das ist eine Schande, aber die finanzieren sich doch alle illegal. Es geht um geheime Zahlungen von Baufirmen an die Volkspartei Partido Popular. Über 7 Millionen Euro sollen in 18 Jahren geflossen sein. Spaniens Baugewerbe, schon für die geplatzte Immobilienblase mitverantwortlich, steht wieder einmal im Mittelpunkt, wie auch dieser Herr. Luis Bárcenas, langjähriger Schatzmeister der PP, habe hochrangigen Politikern seiner Partei jedes Jahr mehrere tausend Euro in Briefumschlägen übergeben. So berichtet es die Tageszeitung El País. Sie hat umfangreiche Abrechnungen abgedruckt. Dabei taucht auch der Name von Ministerpräsident Rajoy auf. Er soll jährlich bis zu 30.000 Euro erhalten haben. Eine Frage wird sein, ob das Geld bei der Steuer deklariert wurde. Die Dokumente sind dem Journalisten Carlos Cue zugespielt worden. Er ist sich sicher, dass die Unterlagen seriös sind. Die Vorstellung, dass Geld von Baufirmen in den Händen von wichtigen Politikern landet, die Entscheidungen über enorme Infrastrukturprojekte treffen, diese Vorstellung ist ein Skandal. Spaniens stellvertretende Regierungschefin kündigte heute an, dass Rajoy sich morgen äußern werde. Die PP streitet bislang alle Vorwürfe ab. Diese Regierung erfreut sich einer großen Stabilität im Parlament. Wir werden mit unseren Reformen fortfahren. Doch der Skandal um die Spendengelder erschüttert das Land. In den Augen vieler Spanier, die wegen der Krise große Opfer bringen müssen, hat die politische Klasse abgewirtschaftet. In Düsseldorf gibt es ab morgen eine bemerkenswerte Ausstellung. Sie zeigt Bilder wie diese. Soldaten, britische Soldaten, die aus Afghanistan heimkehrten und vom Krieg gezeichnet sind.
Das Bemerkenswerte daran ist, dass es dem Fotografen gelungen ist, Menschen zu zeigen, die zwar ihren Arm oder ihr Bein, aber nicht ihren Stolz und ihre Würde verloren haben. Und es gibt noch etwas Bemerkenswertes. Der Künstler, dessen neuestes Projekt diese Soldatenbilder sind, dieser Künstler ist nicht etwa ein bekannter Fotograf, sondern ein bekannter Musiker. Ute Pauling über das andere Gesicht von Bryan Adams, der mit seiner Kamera auch Berühmten und Blaublütigen nahe kommt. Seine Musik im Ohr, seine Fotos vor Augen. Bryan Adams hat interessante und schöne Prominente aus aller Welt zu einem Shooting bitten können. Viele intime Fotos entstanden, nur wenige Stars verlangten Arbeitsproben. Selbst Ihre Majestät saß Modell, es heißt, es gäbe davon sogar eine Briefmarke. 180 Fotos zeigt das NRW-Forum in Düsseldorf. Exposed, der Titel, ist ein Wortspiel, bedeutet so viel wie belichtet, aber auch enthüllt. Der Künstler indessen gibt sich eher zugeknüpft. Er habe nur 4 Stunden geschlafen, entschuldigt er sich, komme gerade erst aus den USA. Er wirkt angestrengt. Sein Name allein entscheide nicht über einen Auftrag, gesteht er, aber er erleichtere sicher den Zugang. Und so kennen ihn seine Fans seit Jahrzehnten. Ein Temperamentsbündel auf den großen Bühnen. Zugegeben, die Aufnahmen sind gut 15 Jahre alt. Wer wollte ihm verdenken, dass er sich mit über 50 heute auf neuem Terrain ausprobiert? Völlig überraschend ist sein jüngstes Projekt. Mit großer Ernsthaftigkeit widmete er sich britischen Kriegsveteranen in einer Serie von 30 Bildern. Er stellt nicht bloß, er dokumentiert in bewegenden Porträts die Folgen von Afghanistan und Irak-Einsätzen. Kein Preis, kein Orden lindert diese Versehrtheiten. Er sieht keinen Unterschied, ob Sänger oder Soldat. Alles Menschen, meint er. Aber sie machen ihn betroffen, sagt er knapp. Es ist seine Form, öffentlich den Krieg zu ächten. Er ist ein extrem überzeugter Humanist. Und ich glaube, das ist seine zentrale Botschaft auch, dass er sagt, Kriege sind unnütz und überflüssig und nicht wünschenswert. Die Porträtausstellung verrät viel über den Menschen Bryan Adams, seine Kreise, seine Kreativität und am Ende auch über seine Wandlungsfähigkeit. So, und wir fragen jetzt die Frau, die uns vielleicht sagen kann, ob das Wetter morgen auch ausstellungsreif ist. Claudia Kleinert. Karin Miosga, eigentlich ist es eher Ausstellungsgehwetter, obwohl die Sonne zumindest gelegentlich mal dabei sein wird. Im Vergleich zum heutigen Tag, wo es ja doch meist trüb blieb. Es wird morgen Sonne geben, vor allem im Nordwesten. Da dann schon eher ausstellungsreif mit 4 bis 6 Stunden Sonnenschein. Sonst nach Süden hin meist nur 0 bis 2 Stunden. Und der Sonntag sieht auch nicht so viel besser aus. Auch da gibt es 2 bis 4 Stunden Sonne im äußersten Osten Brandenburgs bis zur Lausitz. Sonst ist es meist trüb und grau und ab und zu auch nass. Und es kommt sogar wieder kältere Luft zu uns. Das bedeutet, dass es von Regen auch wieder in Schnee übergehen wird. Im Laufe der Nacht, Richtung zweite Nachthälfte, sinkt die Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen auf rund 500 Meter, am Alpenrand erstmal auf 1000 Meter. Vor allem im Süden Bayerns und Baden-Württembergs kann es sogar richtig kräftig noch weiter regnen. Sonst nach Nordwesten schon erste trockene Abschnitte, von da gibt es dann auch erste Auflockerungen. Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen 4 und 0 Grad, 5 Grad im Südosten Bayerns. Morgen Vormittag dann immer noch kompakte Wolken in der Südosten. Und Osthälfte regnet es weiter, können dann auch so ein paar Schneeflocken dabei sein, bis in tiefere Lagen im Nordwesten schon längere sonnige Abschnitte. Im Laufe des Nachmittags lässt es aber insgesamt nach. In der Nordwesthälfte gibt es ab und zu noch ein paar Schauer und da dann zum Teil eben mit ein paar Flocken dazu. Nach Süden hin eher auch mal noch längere Zeit nass und die Sonne ist am ehesten in der Nordwesthälfte dabei. Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf Werte zwischen 1 und 6 Grad. Der Wind ist immer noch spürbar, aber nicht mehr so stark wie in den letzten Tagen. Kommt aus Nord bis Nordwest in Mittelwindstärke 4 bis 5, an der Nordsee in Mittelwindstärke 6. Da ist also richtig kräftig. Auch die nächsten Tage. Sonntag erstmal lange trocken, dann kommt aus Nordwesten schon wieder neuer Schnee, Schneeregen. Der geht dann aber schnell in Regen über. Und am Montag verbreitet nass, ein bisschen Sonne dann im Norden und Westen im Laufe des Tages. Und nach Höchstwerten von gerade mal 4 bis 6 Grad geht es wieder rauf. Sie sehen es hier am Trend für Saarbrücken. Montag ansteigende Temperaturen. Danach wird es dann aber wieder deutlich kühler. Das ist der morgige Tag zusammengefasst. Also so ganz können wir den Winter noch nicht abschreiben.
Tja, und alle Schniefnasen können schön weiter schniefen. Danke, Claudia Kleinert. Und damit verabschieden wir uns. Das Nachtmagazin mit Ingo Zamperoni meldet sich heute um 0:55 Uhr. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.